Menschen, die sind Lerchen, es gibt Menschen, die sind Eulen. Ich bin eher so, die früh aufsteht, um dann sowas zu erleben wie da hinten. Sonnenaufgang morgens, das bringt dann Energie für den ganzen Tag. Und ein schöner Nebeneffekt ist natürlich, dass die Straßen einfach leer sind. Kein Verkehr, keine Autos sind unterwegs. Und dann gehört die Straße nur mir alleine. Social Media hat eigentlich relativ klein angefangen. Man fängt an und postet irgendwie Bilder von seinem Essen. Und irgendwann teilt man halt seine Leidenschaft, so das Radfahren, und merkt irgendwie, dass man dadurch andere Leute inspirieren kann. Und das freut einen irgendwie auf der anderen Seite, weil man Leute halt positiv inspirieren kann. Was ich halt nicht will, dass andere sich vielleicht dadurch runtergezogen fühlen und denken, oh, jetzt die macht so viel Sport oder andere machen so viel Sport und ich mach gar nichts. Ich glaube, man sollte das nicht in eine Abwärtsspirale führen, sondern vielmehr gucken, dass man sich Leute sucht, die einem gute Vibes schicken und von denen man einfach positiv inspiriert wird. Ja. Es ist einfach schon ein sehr männerdominierter Sport, die einem dann auch, keine Ahnung, auf Social Media irgendwelche komischen Nachrichten schreiben oder dann auch so abfällig, ja, für eine Frau fährst du ja ganz gut, so in der Art und Weise dann solche Sprüche kommen. Und dann denkt man sich halt einfach, Frauen können genauso gut Radfahren wie Männer auch. Deswegen finde ich ja auch den Slogan von Veluin, den sie geprägt haben, Fearless Female Cyclists, finde es einfach so ein toller Slogan, so dass ich den Pulli, den ich habe, wo der draufsteht, mit voller Stolz immer trage und auch immer gegenüber, ich will nicht sagen Männern trage, sondern einfach, weil ich das eine super gute Aussage finde, die es auf den Punkt trifft. Der größte Rückschlag eigentlich in meinem Leben war der Tod von meiner Zwillingsschwester, die leider bei einem Verkehrsunfall mit dem Rennrad ums Leben gekommen ist. Das war, als ich Anfang 20 war, und das hat einfach mein Leben krass verändert in dem Moment. Ich kam damals dann von hier oben hier runtergefahren und der Lastwagen hatte sie schon länger verfolgt und sind hierher gefahren, und dann hier an der Stelle hat er sie einfach damals frontal erwischt, und sie hatte einfach gar keine Chance, sie konnte gar nicht ausweichen, sie hat eigentlich nichts falsch gemacht, ist immer auf der rechten Seite gefahren, aber man konnte den Unfall einfach nicht verhindern in dem Moment, oder sie hätte ihn nicht verhindern können. Ich finde es generell ganz schön mit den weißen Fahrrädern. Ist ja nicht nur hier jetzt an Stellen, sondern auch wo andere Unfallopfer verunglückt sind, dass man da so ein weißes Fahrrad einfach aufstellt und einfach darauf aufmerksam macht, dass hier einfach eine gefährliche Stelle ist oder was hier einfach passiert ist, und einfach an die Person auch erinnert. Ich habe damals den Spruch, den ich oft gesagt bekommen habe, Zeit halt irgendwie alle Wunden, total verteufelt und wollte das gar nicht hören, weil ich wollte diesen Schmerz und diese Wunden auch ausleben. Ich wollte trauern und ich wollte traurig sein und ich wollte das einfach auch zulassen. Aber auf der anderen Seite liebe ich einfach diesen Sport so sehr, auch wenn es so gefährlich ist und ich es einfach so hart auch erfahren habe, wie gefährlich der Sport ist, dass ich halt immer wieder aufs Rad steige und immer wieder rausgehe und Radfahren gehe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich schon immer ein sehr kompetitiver Typ. Also ich liebe es eigentlich, mich mit anderen zu messen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt eine Zwillingsschwester hatte und da immer ein Vergleich auch da war und man sich immer gegenseitig gemessen hat.
Und auch schon in der Schule. Ich wollte halt immer, wenn ich was anfange, will ich halt immer ganz vorne mit dabei sein. Das ist so mein Drive. Also das ist leider, das ist eine positive Seite, aber manchmal auch eine schlechte Seite. Aber wie gesagt, ich gebe immer Vollgas. Wenn ich was mache, dann immer mit vollem Herzblut. Ich habe auch Ironman gemacht. 17 war die erste Langdistanz. Da bin ich eigentlich ohne große Erwartungen so reingegangen, habe mich auch richtig gut vorbereitet und habe dann so 10 Stunden 20 in Frankfurt gemacht, was auch eine gute Zeit eigentlich war. Ich dachte eigentlich, das wäre ein einmaliges Projekt. Ja, einmal so ein Ironman im Leben und dann ist man im Ziel und ist auch völlig ausgelaugt und durch, kann sich kaum noch bewegen, muss rückwärts die Treppe runtersteigen, weil die Muskulatur einfach so durch ist. Und dann am nächsten Tag auf die Website gegangen, geguckt, ob die Anmeldung schon freigeschaltet ist und wieder angemeldet fürs nächste Jahr. Und nochmal besser. Also immer besser werden, ne? Nächster Step. Es war ein super geiles Rennen, aber es hat halt für die unter 10 Stunden nicht gereicht. Wie ist denn, würdest du grundsätzlich in mir die Transalp fahren? Ja, kommt drauf an, wie lang die ist, wie viele Höhenmeter wir fahren müssen und ob ich fit genug bin und keine Ahnung was. Aber eigentlich hört sich das ganz lustig an. Ja, Tour Transalp ist eigentlich ein Amateurrennen, das über die Alpen geht und eben ein Rennen ist. Mit der Idee, bei der Tour Transalp teilzunehmen, kam meine Freundin Lulu, die vielleicht auch ein paar von Instagram kennen, Lulu on Tour, auf mich zu. Und jetzt haben wir leider die Hiobsbotschaft bekommen, dass die Lulu sich leider, die ist total krank geworden und kann jetzt leider nicht teilnehmen, so dass ich das Ding jetzt halt alleine durchziehen muss. Aber ich habe einfach Bock, alles, wie gesagt, aus mir rauszuholen und dann am Ende im Ziel zu sagen, ey, das ist einfach nicht mehr gegangen. Und dann mal gucken, wie weit vorne ich irgendwie rauskomme. Ja.